Ein hoher Energieverbrauch und stetiges Bevölkerungswachstum machen Städte zu einem Kernthema der Nachhaltigkeitsfrage. Deshalb widmen sich die Sustainable Development Goals im SDG 11, Sustainable Cities and Communities, der Frage, wie können Städte inklusiv, sicher, resilient und nachhaltig gestaltet werden. So sollen bis 2030 zukunftsorientierte Lösungswege zu einer bewussten und nachhaltigen Städtegestaltung in der Welt führen. Obwohl Städte nur 3% der globalen Landfläche einnehmen, leben heutzutage bereits ca. 3,5 Milliarden Menschen weltweit in Städten. Prognostiziert wird, dass bis zum Jahr 2030 rund 5 Milliarden Menschen in den Städten leben werden. Dabei wird in den kommenden Jahrzehnten 95% der Urbanisierung in den Entwicklungs- und Schwellenländern stattfinden. Städte sind die Säulen der Volkswirtschaften, denn rund 80% der monetär gemessenen weltweiten Wertschöpfung wird in ihnen generiert. Sie sind die zentralen Akteure einer nachhaltigen Entwicklung und Zentren für Ideen und Innovationen. Sie sind Zentren für Kultur sowie soziales Engagement und Integration. Denn die städtische Umgebung begünstigt die persönliche Entfaltung, die sich für viele Bewohner mit der Hoffnung auf eine bessere Lebenssituation und sozialen Aufstieg in den Städten verbindet. Auch sind Städte Ausgangspunkt und Veränderungen im Bereich demokratischer Kultur, Regierungsführung und Verwaltungsorganisation. So sind heute Stadtverwaltungen in Entwicklungsländern häufig weder finanziell noch personell ausreichend ausgestattet, um ihre Aufgaben angemessen erfüllen zu können. Hier gilt es also, diese zu befähigen, ihre Aufgaben zu erfüllen. Darüber hinaus sind Städte Orte, an denen verschiedenste Akteure zusammenkommen und in denen nachhaltige Entwicklung effektiv gestaltet werden kann. Gleichzeitig wird es immer schwieriger, Städte so zu gestalten, dass den Bewohnern ein lebenswertes Umfeld zur Verfügung steht. Denn obwohl die Städte lediglich einen kleinen Anteil der globalen Landfläche einnehmen, sind sie für ca. 60-80% der Energieverschwendung und ca. 75% der CO2-Emissionen verantwortlich. Darüber hinaus sind die Herausforderungen der Zuwanderung und der Integration immens. Durch die rasch ansteigende Bevölkerungszahl sind viele Städte anfällig für die Folgen des Klimawandels und Naturkatastrophen. Aber auch Mängel bei der Versorgung mit Wasser und Energie, ebenso wie bei der Entsorgung von Abfall und Abwasser, stellen Städte vor Herausforderungen. Ebenso verstopfte Straßen und fehlende öffentliche Verkehrsmittel sowie wachsende soziale Ungleichheit in den Städten. Insgesamt geht es im SDG 11 also darum, intelligente Lösungen für die zunehmende Urbanisierung in der Welt zu finden und Städte zu attraktiven, produktiven und innovativen Lebens-, aber auch Arbeitsräumen für die Weltbevölkerung zu entwickeln. Auf die Unterziele des SDG 11 übertragen bedeutet es also, erstens, der städtischen Armut und der sozialen Ungleichheit entgegenzuwirken. Zweitens, das technologische Wissen und die verfügbaren Ressourcen im Wasser-, Energie- und Ernährungssektor nachhaltig für die Versorgung der Bewohner zu nutzen. Und drittens, eine umwelt- und klimagerechte Stadtentwicklung unter Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten zu gestalten und zu unterstützen. Gemessen wird die Entwicklung an verschiedenen Indikatoren. Zum einen an der urbanen Bevölkerung, die in unangemessenen Unterkünften lebt, und zum anderen an der Bevölkerung, die unabhängig von Alter, Geschlecht und ethischer Herkunft Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln hat. Ebenso sind die Flächennutzungsrate zur Bevölkerungswachstumsrate, die Ausgaben für Natur- und Kulturerbe sowie die Entsorgung von urbanem Abfall Indikatoren für die Entwicklung. Als weitere Indikatoren gelten die implementierten Strategien zum Katastrophenschutz, die Beteiligungsmöglichkeiten der Zivilgesellschaft bei der urbanen Raumplanung, die Flächen in Städten, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, sowie die ausgewiesenen Feinstaubbelastungen in Städten. Der Großteil der Lösungsansätze in den Unterzielen des SDG 11 bezieht sich auf die verstärkte Vernetzung der beteiligten Akteure. Länder und Kommunen sollen mit dem Bund besser vernetzt werden, um so gesetzliche Lösungen durchzusetzen und Investitionen aus dem privaten Sektor zu fördern.
Darüber hinaus sollen bilaterale Kooperationen Dritt- und Schwellenländer befähigen, ihre Städte nachhaltig zu entwickeln. Die Ziele der Agenda 2030 erfordern Umsetzungsprozesse auf lokaler Ebene und im Rahmen einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Welche Ansätze Städte weltweit aber tatsächlich inklusiver, sicherer, resilienter und nachhaltiger gestalten können, wird die Zukunft entscheiden.